Und wir hätten damit bald auch den Geiststein. Dann ist unser Infinity-Handschuh bald komplett. Naja, wobei uns fehlen dann, sagst du so, immer noch zwei weitere Materialien. Also zwei weitere Mysteriensteine. Beim letzten Mal ist mir allerdings, hier dieses große Skelett überhaupt nicht aufgefallen. Ob das vielleicht, ein Drache war? Ich will jedenfalls hoffen, dass das Viech, ein Drache war. Man möchte gar nicht erst wissen, was für ein anderes Viech das vielleicht hätte sein können. So, aber irgendwas anderes war hier drüben doch auch noch gewesen. Ah ja, die Viecher. Sieh mal, weitere Augen kommen hier gleich angeflogen. Nicht zu vergessen auch noch. Lichtfresser. Ist eigentlich auch einer dieser Momente, wo wir eigentlich hätten eins von den Dingern, fotografieren müssen. Um mal zu erfahren, wie die... Ah, warte mal, das können wir jetzt. Naja, wie man es nimmt. Wir hätten es ja gekonnt, aber Tulin war jetzt an der Stelle wohl schneller gewesen. Naja, egal. Irgendwann werden wir den richtigen Namen der Lichtfresser, auch nochmal erfahren. So viel ist sicher. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal das rechte Bein. Jetzt nicht mehr Zugriff verweigert. Nein, jetzt nicht mehr Zugriff verweigert. Ah, und jetzt geht es an der Stelle auch weiter. Tja, das Ganze macht jetzt, sowieso viel mehr Sinn. Okay, das Ganze macht an der Stelle jetzt also auch Sinn. Andererseits sieht das jetzt ein bisschen schräg aus wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Hm.
Wollt ihr mich jetzt, der Sack, hier wieder verarschen? Ach, Menschenskinder, das ist doch jetzt, der Sack, lächerlich. Also ernsthaft, das wird doch jetzt langsam ein bisschen lächerlich. Und uns gehen, sagt jetzt nun wirklich auch ein bisschen die Ventilatoren aus. Die Heißluftballons aus. Und dabei stehen wir jetzt, sagt, kurz davor, endlich Mineros neuen Körper zusammenzubauen. Klappt das wenigstens? Ja, es würde wenigstens klappen. Nur müssen wir jetzt an der Stelle auch mal wieder die Positionierung ein bisschen anders machen. Ja, die Positionierung war erfolgreich. Vielleicht ist allerdings unser Konstrukt jetzt hier ein klitzekleines bisschen zu schwer. Das hätte ein bisschen zu schwer sein können. So, was haben wir sonst noch hier? Ein paar Gleiter. Okay, wir sind ja sagt wieder auf dem richtigen Weg. Wir sind mal wieder auf dem richtigen Weg. Naja, wie man es ja sagt nimmt. Man ist teilweise mal wieder auf dem richtigen Weg. Ich hätte jetzt an der Stelle auch eher mit einem Ventilator noch gerechnet. Aber gut, manche Sachen muss man ja wohl selbst mitbringen. Beim Bastelunterricht. Nur frage ich mich eigentlich, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Hm.
Schwer zu sagen. Eigentlich würde ich ja meinen, dass wir, sag, mehr mit unseren Konstruktionen Glück hätten. Aber probieren wir es mal aus. Vielleicht bringt das ja was. Oh, Moment, wir sind ja gleich schon da. Ich will erst mal hoffen, dass der arme Sack noch funktioniert. Ja, ich will jetzt wirklich hoffen, dass der Arm noch funktionstüchtig ist. Oder war es jetzt, er sagt, das Bein gewesen? Oh, es war das Bein gewesen. Naja, das Bein müsste, er sagt, auch noch funktionstüchtig sein. Und somit wären wir, sag, bei der Szene angekommen aus dem letzten Trailer zu Tears of the Kingdom. Hätte, sag, einer auch schon ein Hinweis sein können. Ich danke dir, Link. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Der Mysterienstein befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Muss der so weit weg sein? Der Weg wird voller Gefahren sein. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Fähigkeiten des Minero-Konstruktes. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und so steuern. Oh, gut. Vorwärts, Minero! Hm, das könnte sogar ein bisschen problematisch werden. Link, mit diesen Waffen kannst du die Macht des Konstrukts entfesseln. Wenn du der Hand eine Waffe hinzufügst, kannst du die Angriffskraft steigern. Der Weg zum Mysterienstein ist weit und gefährlich. Du sollst unterwegs bei den Waffenkammern Halt machen. Sieh zu, dass du dich mit der Bedienung des Konstrukts vertraut machst, damit du für alle Eventualitäten vorbereitet bist. Fähigkeiten des Minero-Konstrukts. An den Arm und am Rücken des Minero-Konstrukts lassen sich Objekte befestigen, die du dann zur Fortbewegung und für Angriffe einsetzen kannst. Okay.
Okay, das sagt nicht schlecht. Aber ich glaube an der... Hey, 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 Mineru! Stehen bleiben! Naja, niemand hat ja gesagt, dass sie ja die ganze Zeit über mit ihr kämpfen soll. So, wo sind jetzt meine Ehrknospen wieder? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ich komme hier gut voran. Ja? Wenn du einen Sonarbauter im Rücken anbringst, kannst du die Beweglichkeit des Konstrukts verbessern. Der Tempel mit dem Mysterienstein ist noch weit. Du sollst dich beeilen, Link. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Ich kann, er sagt, nur so schnell gehen, wie du, er sagt, gehen kannst. Okay, okay, okay. Wir sollten also bei Bedarf irgendwie eine andere Waffe nutzbar machen. Interessant, wir können ja auch aus der Position. Thank you.
Okay, großer Bumerang. Die Tasche ist voll. Link, wenn du eine Waffe an diesen Konstrukt anbringst, kann es auch weit entfernte Gegner angreifen. Wenn du gut zielst, kannst du den Kampf gewinnen, Link. Besiege die Monster, die dir im Weg stehen, und drücke vor. Okay, nichts leichter als das. Okay, so müssen wir das Ganze auch erstmal machen. Weitere Irrlichter einsammeln. Kannst du eigentlich auch selbst kämpfen? Das funktioniert ja jetzt irgendwie nicht gerade. Okay, das läuft, er sagt, nicht gerade sehr gut jetzt hiermit. Ich glaube, ich hätte gesagt, mehr Glück mit dem Laser. Ja, ich glaube, mit dem Laser würde ich ja, glaube ich, besser klarkommen. Na, ich glaube wirklich, mit dem Laser kommen wir besser klar.
Warte, was das ist hier? Sag irgendwo ein Einstieg? Okay, ich muss schon zugeben, das Ganze ist ja, sag schon, nicht schlecht. Nur leider verbrauchen wir, sag, hier viel zu viele Batterien. Gut, muss dann also wieder aufgeladen werden. Aber egal, ob nun er sagt, es sagt hierbei sich um Roboter oder er sagt um eine Kanonenlanze handelt. Mit den Dingern kann ich irgendwie trotzdem nicht gerade so gut schießen. Ah, ist das da drüben jetzt ein Hinox oder ein Bossbock? Okay, das müsste ein schwarzer Hinox sein. Okay, schön und gut, aber wo ist jetzt, sag, unser Ziel? Ach Gott, wir sind ja immer noch viel zu weit entfernt von unserem Ziel. Oh mein Gott. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben ein gewaltiges Energieproblem. Mission gemeistert. Warte mal. Das ist jetzt nicht gut.
Tja, bei Weitem wäre ein Raketenantrieb vielleicht besser gewesen.